Gut. In seinem Zimmer ist auch nichts mehr Wertvolles drin. Das heißt, hier sind wir auch fertig. Ja, dann haben wir die Katakomben fast hinter uns. Ja. Sehr schön. Hier auf der Treppe könnte übrigens noch eine Falle sein, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Denn ich verschwinde jetzt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, gut. Hey da, Wanderer. Bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Elminster? Was macht Elminster hier unten? Talisa, hört sofort, wie es im Unverkauf geht. Ich bitte euch. Ihr habt diese Hallen mit dem Blut Unschuldiger getränkt und ich kann das nicht länger durchgehen lassen. Okay. Bleibt dort, bleibt wo ihr seid. Euer Begleiter trägt das Gesicht meines Stiefvaters und ich weiß, dass er tot ist. Zeigt euer wahres Wesen, Doppelgänger. Ihr seid genauso wenig Elminster wie ich Dritz der Drow. Erklärt euch und wenn sich irgendwas außer euren Lippen bewegt, töte ich euch, wo ihr steht. Bleibt dort, also da ist Gurion und Gurion ist doch eigentlich tot. Wach auf, mein Mündel. Wach auf und bestehe die schrecklichen Prüfungen, die dir bevorstehen. Ist schon gut, Talis, sei es in Ordnung. Ich bin in der Nacht damals nicht umgekommen und ich lebe immer noch. Die Klinge, die mich deiner Meinung nach tötete, war mit einem magischen Gift behandelt, so dass eine lebende Seele und einen lebendigen Geist gefangen in einem Körper weitergelebt. Der aussah, als ob er tot wäre. Okay, das ist ein bisschen schlecht übersetzt, denke ich mal. Der Mann, den ihr in jener Nacht gesehen habt, wird Sarivok genannt. Seit 3 Tagen befindet er sich unter dem Alias Kovaras, liest seinen Namen einmal von hinten, in der Burg. Teferil hielt ein Auge auf ihn, aber in unserer Einfalt dachten wir nicht, dass er Verbündete hätte. Bitte, mein Kind, ich habe dich zu sehr in mein Herz geschlossen, dass er sich jetzt verlieren wollte. Sei gegrüßt, junger Mensch. Elminster und ich hatten diese Vermutung schon eine ganze Weile. Als Sarivok nun endlich seinen Bau verließ, konnte Elminster euren Zielvater suchen und ihn in Sicherheit bringen. Vergebt mir, Talisa, ich hätte euch früher davon erzählen sollen. Aber eure Hoffnungen schüren und sie anschließend wieder in Stücke bersten sehen, das hätte selbst ich alter Knochen nicht übers Herz gebracht. Bitte, Kind, steckt diese Waffen in die Scheide und eure Wut ebenso. Kommt mit uns, wir bringen euch endlich in Sicherheit. Ob das jetzt so richtig ist. Ja, Elminster, führt mich vor diesem Schreckensort, damit ich einen sanften Augenblick an der Seite meines Stiefvaters verbringen kann. Ich kenne euch, Spiegelwesen. Ihr seid ebenso wenig Elminster wie ich Dritz der Drow. Ihr sagtet, diese Mauern seien mit unschuldigem Blut gedrängt worden. Wer war es, der mich durch diese elenden Hallen jagte, meinen Namen in Stimmen rief, die ich einst kannte, nur um sich zu nähern und in die trügerische Form anzugreifen? Nehmen wir mal das Erste. Bleibt in der Nähe, Talisa, und entfernt euch nicht zu weit von mir, denn Ungeheuer, Eingebildete und Echte lauern auch weiterhin in der Ecke. Ich werde euch weitere Anweisungen geben, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ja, die locken uns jetzt wohl geradewegs in eine Falle. Genau. Es ist sinnlos, sich zu wehren. Und da ist sogar ein großer Doppelgänger dabei. Das wird wohl mal Elminster gewesen sein. Okay, ein großer Doppelgänger, der Spiegelbilder kann und... Oh Gott, er hat sogar noch einen anderen gehastet. Aber jetzt ist er wenigstens tot. Was wollt ihr? Gut. Okay, lassen wir den mal wegrennen. Oh, er hat seine Er hat seinen Mut zurückgekriegt. Der wird gleich nochmal kommen. So, jetzt ist er aber tot. Jetzt können wir uns die Räume mal kurz ansehen, die hier noch sind. Oh, Windhop.
Habt wohl euren Sinn für Humor verloren, was? Ihr habt mir so gekommen, dass ihr allen euren kleinen Freunden erzählt habt, dass der olle Windhopp ab und zu mal Sehnsucht nach dem Elfen hinter hat. Hey, kommt her, Schnuckelputz, ihr werdet bald an was anderes denken. Eure Zeit ist gekommen, Primo! Was auch immer du für ein Wesen bist, das du uns als Primaten ständig bezeichnest. Also die ganzen Doppelgänger. Na gut. Mensch stammt vom Affen ab, so ist es nicht, aber trotzdem etwas merkwürdig. Makaber. Ja, erstmal kurz hier reingucken, hier ist nichts. Und hier sind die Doppelgänger, die wir gerade getötet haben. Oh, den Stein, den hat Minsk schon mal, genau. Irgendwelche anderen Steine? Nö. Irgendwer, der keine Halskette hat und eine tragen könnte? Ja, Minsk. Hier ist nichts mehr drin. Wir hätten außerdem einen Streitkolben, den Talisa mal nehmen könnte. Schwerter für Khalid. Haben wir noch eine Waffe? Nö. Okay. Beinahe unter meiner Würde. Geld. Halskette. Halskette. Ah, so ein Edelstein wieder. Den Minsk tragen kann. Eure Zeit ist gekommen. Und noch ein Doppelgänger. Etwas Geld. Und hier ist nichts. Gut. Da geht es weiter. Deswegen sollten wir mal kurz hier innehalten und eine Runde schlafen. Eure Pfeife! Ein Doppelgänger. Gut. Was wollt ihr? Gut. Ein Doppelgänger ist nicht schlimm. Was? Gut. So, wir sind ausgeruht. Können jetzt ins nächste Gebiet weitergehen. Wir haben ja ziemlich viel Luft gemacht. Und hier ist eine natürliche Höhle. Beinahe unter meiner Würde. Hm. Was wollt ihr lang? Imoen. Ja, nichts leichter. Geh du mal vorsichtig vor Kundschaften, ob uns hier noch weitere Überraschungen erwarten. Ja, hier sind Feinde. Eine ganze Gruppe von Feinden. Okay. Das heißt, wir sollten was immer ihr braucht. Anfangen, uns zu buffen. Kali, zieh mal kurz das Ding aus. Kann ich euch behilflich sein? Ich bin ganz Ohr. Hm. So, ein Speedbuff. Einmal Gesang. Ihr habt eine Aufgabe. Einen Segen von dir. Einmal göttliche Macht. Wir haben übrigens göttliche Macht durch den letzten Traum bekommen. So. Kannst du noch irgendwas Tolles? Eine Flammenklinge. Das kannst du eigentlich hier. Achso, du kannst noch was mit deinem Umhang anfangen. Gut. Die Art, wie sich diese Khalid kann gefällt mir nicht. Das Ding wieder anziehen. Du kannst noch nicht zugewirken. So. Gut. Dann gucken wir mal, wer uns hier erwartet. Etwas, Fremde? Wer seid ihr? Ich habe Sarigor gerade, nicht irgendein Gesindel. Wir sind die Söldner, die dem Eisenthron so zugesetzt haben. Das habe ich mir schon gedacht. Ohne Kampf wirst du an uns und meiner Truppe, wirst du an mir und meiner Truppe nicht vorbeikommen. Ich habe genug davon. Was immer ihr braucht. Du schleuder mal da hinten einen Feuerball hin. Nein. Zurückbleiben. Ich bin ganz Ohr. Sag bloß, ich kann den Feuerball nicht schleudern, weil du in der Kuppel bist.
Khalid Automat. Wieso ist Khalid jetzt gestorben? Ah, Minsk hat ihn in Stücke gerissen. Was? Nichts leichter als das. Etwas, Fremde? Wer seid ihr? Wir sind die, die den Eisenthron so zugesetzt haben. Oh. Ihr habt so gut gehört. So, der Damm ist weg. Bevor der irgendwelchen Mist zaubert. Ich kapiere nicht, warum der Feuerball nicht funktioniert. Ja, die benutzt einfach die Rolle, aber es passiert nichts. Wahrscheinlich wegen der Kugel, die um sie herum ist. So. Das war's mit denen. Gucken wir mal, was Interessantes dabei hatten. So eine Kugel müsste Minsk schon haben. Nein. Khalid? Ja, Khalid. Glück. Hat jemand Glück dabei? Ja. Glück hat Minsk. Ein Brief. Gold. Ein Wurfbeil. Kannst du einen Wurfball werfen? Nein. Dann kriegst du das mal in die Hand. So. Doppelgänger. Hat das jemand? Nö. Furchtbann und Böses entdecken. Oh, Böses entdecken kannst. Das war der falsche Zauber. Ich wollte Böses entdecken. Kannst du den selber nicht? Nein. Ich bin ganz Ohr. Gucken wir mal kurz, was sich so hier noch rumtreibt. Schwertspinnen, Geisterspinnen. Ah. Also ja, Kugel ja, der Unverwundbarkeit nichts schlecht. Leichter als das. Geld, so ein Edelstein, den haben wir doch schon mal. Ja. Betäubungspfeile, okay. Was wollt ihr? Gut. Was hast du Schönes? Hast. Ja, nochmal Hast sprechen zu können, wäre nicht schlecht. Geld. Berührung des Ghouls. Kannst du schon? Haben wir noch irgendwo Platz? Ja, Minsk hat noch einen Platz frei. Magiebann, das ist auf jeden Fall wichtig. Man kann niemals oft genug Magiebann. Aber ansonsten, die Zauber haben wir gerade nicht im Petto. Okay. Und der letzte hat auch so einen Edelstein, hat noch einen anderen Edelstein. Hat Säurepfeile für Imuen, die sie einfach mal da reinpacken kann, so, dass wir die auch mal aufbrauchen. Und das war's schon. Und ein Brief. Prat, die Fäden meiner Pläne sind zu meiner größten Zufriedenheit zusammengelaufen. Die Söldner, die mich auf Schritt und Tritt belästigt haben, sind nun hinter Schloss und Riegel angeklagt des Mordes an Rielta, Brunos und Taldorn. Taldorn haben wir aber laufen lassen. Findet möglichst viel über das Schicksal der Söldner heraus und trefft mich dann in Baldurs Tor. Entschuldigt, dass ich euch hier alleine gelassen habe, aber ich musste in die Stadt zurückkehren, um Rieltas Stellung als führender Kommandeur zu übernehmen. Wenn keine Schwierigkeiten auftreten, werde ich in wenigen Wochen Großherzog sein. Sarevok. Wir müssen also schnellstens nach Baldurs Tor zurück. Gut. Zu wissen. So, aber jetzt werde ich erst einmal einen Cut machen. Mal wieder. Ich dachte eigentlich, ich würde es vielleicht noch aus der Höhle rausschaffen, aber scheinbar nicht. Wir kommen aber ganz gut voran, was unsere Erfahrungspunkte angeht. Minz dauert noch eine Weile. Ja, Hira dürfte vielleicht noch Punkte kriegen für die beiden Level, aber das war es dann auch schon. Imoin auf jeden Fall. Und Dünner hier auch.
So, aber jetzt wird erstmal gespeichert. Spiel speichern. LP 036. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.